Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Kommission daran erinnern, dass wir uns um eine kohärente Politik für die Lebensmittelkette bemühen. Die Kommission hat als Teil des Green Deal in der Farm-to-Fork-Strategie erstmals einen ganzheitlichen Ansatz für ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem vorgestellt. Mit dem Auslaufen der Übergangsmaßnahmen nach der Verordnung 2017/185 widerspricht die Kommission diesem Ansatz. Damit schadet sie vielen kleinen Betrieben, die mit ihren Praktiken bereits jetzt wichtige Beiträge zur Erreichung dieser Ziele beitragen. Darüber hinaus plant die Kommission, dass bei einer Schlachtung am Hof mit einer mobilen Schlachtbox maximal 6 Tiere geschlachtet werden dürfen und das nur im Beisein eines Tierarztes erfolgen muss. Warum sollen hier restriktivere Regeln gelten als bei der konventionellen Schlachtung im Schlachthof? Kohärenz und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen unter der Hygieneverordnung mit den Zielen der Farm-to-Fork-Strategie sind obligatorisch. Regionale Direktvermarkter, die viel Geld investiert haben und auch stressfrei schlachten, werden hier durch die Willkür zum Aufhören gezwungen. Nennen Sie mir einen Fall, wo es durch diese Schlachtungen zu einer Gesundheitsgefährdung für Verbraucher kam. Deshalb fordere ich eine umgehende Verlängerung der Übergangsverordnung. Langfristig brauchen wir einen fairen und praxistauglichen Regelrahmen. Dankeschön. Ja.